Moin Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare. Heute hier mit einem neuen Sturmgewehr AN-94. Eine starke Waffe, die ihr auch schon kennen werdet von anderen Call of Duty Teilen oder andere Spiele. Eine starke AR mit guter Treffergenauigkeit, mit einer schnellen Nachladegeschwindigkeit, aber mit einem klein wenig unhandlichen Movement und leider mit weniger, naja, Waffenschaden. Aber eine geile Waffe und heute natürlich wieder ein Waffenguide, den ihr nachbauen könnt und wie ich die hier gespielt habe im Multiplayer. Natürlich, beide Waffen hier, die neu reinkamen, werde ich vorstellen. Aber am Anfang hier die AN-24. Ja, ich habe die noch nicht auf Gold, bin aber gerade dran. Aber 100 Fernkämpfe machen dauert echt Ewigkeiten lange. Auch wenn man hier gut damit treffen kann und auch gute Longshots machen kann. Naja, durch den Waffenschaden manchmal eine ärgerliche Waffe. Und ja, Ironside wurde auch schon hier mehrere Male genannt. Mögen nicht alle, aber naja, ich habe da auch Rotpunkte oben drauf. Aber wegen meinem Waffenguide, da der fährt jetzt gerade jeden Moment. Im heutigen Video haben wir hier die AN-24 umgebaut auf komplette Mobilität. Wichtiger Punkt dafür, wir brauchen natürlich hier den kurzen Lauf. Wir können auch den längeren reinpacken, aber der hat keine richtige Wirkung. Irgendwie hat man dadurch keinen erhöhten Schaden. Naja, 5 MW-Lesenmarkierer erhöht nochmal die Treffergenauigkeit aus der Hüfte und wir können nach dem Sprinten schneller feuern. Ski einen Mini-Rotpunkt, weil Ironside, naja, ein bisschen ekelhaft. Dann hier noch der letzte Schaft, dadurch habt ihr mehr G-Geschwindigkeit und ZV-Geschwindigkeit. Und gemusterte Griffband für ZV und Sprint-Out-Time. Total wichtig, dadurch habt ihr eine mobile Waffe. Renetti mit dabei, so Sammelflecken, Hardliner aufdrehen, C4 und Betäubungsgranaten wie in jedem Gameplay. Eine starke Waffe, aber leider ein bisschen Hitmarker-lastig. Ich bin mal ehrlich, ich habe mir schon mehr darunter vorgestellt bei der Waffe. Und ja, vergleichsweise wie die AMAX, nur mit weniger Wucht und weniger Schaden, dafür mit mehr Treffergenauigkeit. Ich würde mal behaupten, die Waffe ist relativ anfängerfreundlich, weil man kann echt gut treffen mit ihr. Die ersten beiden Kugeln, die man abfeuert, haben keinen Recoil. Und erst im Nachhinein pusht die Waffe ein klein wenig nach oben. Bedeutet hier echt eine leichte Waffe zu bedienen, aber leider wegen der Hitmarke noch manchmal eine schwächere Waffe. Ich empfehle euch da stattdessen lieber eine andere AR. Unter anderem hier die Grau, die AMAX oder natürlich auch die AK-47, ähnliche Waffen, die auch guten Schaden machen. Hier im Gameplay natürlich mehr auf Mobilität ausgelegt, natürlich auch hier die neuen Karten mit am Start, die reinkamen im Update. Mit dabei werden natürlich noch ein paar andere kleinere Änderungen. Wir können jetzt auch Waffen betrachten mit dem T-Pad nach links, gedrückt halt natürlich. Oder ähnliche Kleinigkeiten, die reinkamen. By the way, wir haben auch einen Burst Mode. Den könnt ihr aktivieren, wenn ihr Pfeiltaste links einmal drückt. Und damit macht ihr den Burst Mode an, damit feuert ihr auch im Burst. Mit erhöhter Treffergenauigkeit, aber mit geringerer Feuerkraft und Feuerrate. Naja, ich finde es ein bisschen unnötig, aber man kann es auch mal probieren bei der Waffe. Eventuell für Hardcore eine gute Funktion, aber hier im normalen Multiplayer will man lieber Vollautomatik reinballern. Ich finde beide Karten relativ cool, obwohl ich den Hafen geiler finde, wie die Ölplattform. Auf der Karte haben wir nämlich manchmal keine Feinde. Wir haben eine Menge Laufwege und auch eine Menge Ecken, wo man campen kann, aber auch wirklich bei beiden Karten. Und ja, beide Karten machen aber gut Laune, immerhin neue Maps. Und die kleinen Änderungen, die reinkamen, wurden auch hier nochmal unten verlinkt. Wenn ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Nur ein paar kleine Änderungen, weil mehr im Battle Royale Bereich auf der Karte gemacht wurde. Da haben wir auch ein paar Runden gespielt, da macht die AN aber richtig guten Schaden. Und ja, die ISO, die andere Waffe, die auch reinkam, natürlich auch. Mit ihr haben wir auch ein paar gute Wins gemacht, gestern, wo ich live war. Wir haben die auch schon auf Gold gebracht. Aber ich dachte mir, heute mache ich am Anfang ja die AN-94 für euch. Viele von euch wollten ja hier die neue Waffe haben. Und ja, die AN-94, die mochte ich noch nie wirklich in Call of Duty. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht andere Waffen reinkamen. Ich hätte mich über die R700 auch gefreut, die ja geleakt wurde, aber nicht reinkam. Und auch hier ein paar andere Waffen, die eventuell reinkommen könnten, aber noch nie reinkamen. Ja, auch die Karten, Terminal, Doom und Co. hätte man natürlich hier gern. Aber, naja, Saison 5 finde ich momentan jetzt nicht unbedingt atemberaubend gut. Aber eure Meinung könnt ihr gerne mal teilen in den Kommentaren. Ich würde mir vorstellen können, dass wir eventuell, wenn wir Glück haben, noch ein Update bekommen mit noch ein paar neuen Karten, neuen Waffen, die bald reinkommen könnten im Nachhinein. Weil noch 50 Tage, dann wird wahrscheinlich das nächste Call of Duty erscheinen. Der Trailer dafür wird auch bald erscheinen. Da gibt es auch schon ein paar kleinere Leaks und Ankündigungen. Und ich denke mal, wir werden da bald Informationen darüber bekommen. Wenn ihr auf meinen Kanal noch neu vorbeischaut, gerne hier den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer Neuigkeiten über Call of Duty in Form von Beiträge oder halt hier über ein Video. Und ja, natürlich im heutigen Video leider nicht viel Gelaber über das Update, weil da leider echt nicht viel getan wurde. Die neuen Karten kamen rein, die Map bei Battle Royale wurde geändert, die beiden neuen Waffen wären hier auch startbereit. Und ja, ihr alle wisst Bescheid, mehr kann leider nicht rein. Aber ja, gerne eure Meinung mal drüber teilen, gerne mal reinschreiben, wie ihr die Saison findet, welche Waffen ihr gerade feiert und natürlich, worüber ich mal ein Video machen könnte. Gerne reinschreiben und gerne mal mitmachen. Und ja, natürlich,
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Weiterer Call of Duty Content wird auch dann die Tage erscheinen. Wir machen dann hier noch die ISO. Damit mache ich nochmal einen Waffenguide. Da bin ich noch am gucken, weil die Waffe liegt mir momentan noch nicht wirklich gut. Das wäre wie eine Fennec, nur mit weniger Feuerrate und weniger, naja, Money-Probleme. Aber ja, wir gucken morgen dann nochmal drüber. Wenn ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Und an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Baut gerne meine Klasse nach und schreibt gerne mal rein, wie ihr die findet. Und an der Stelle haut rein. Schön mit Ö und bis zum nächsten Mal.